Hallo, herzlich willkommen in Wacken, herzlich willkommen zu den Best of Harry Metal Podcasts. Wir beleuchten gemeinsam alle 14 Staffeln der Harry Metal Podcasts vom Wacken Open Air. Das mache ich natürlich nicht allein, ich habe Gäste. Mein Lieblingsfiete ist dabei für die Infrastruktur. Dann sind Ulf, der Elektromann, und Thies mit seinem Wasser zu Gast. Money, Catering für die Crew und Zeltbau und die Promoter Thomas und Holger, die Gründer des Wacken Open Air. Und natürlich, klar, dürfen nicht fehlen, Jimmy und Markus, die Bühnenbauer meines Herzens. Ich freue mich, ganz tief in alten Erinnerungen zu graben. Und ihr könnt euch auf tolle Geschichten rund um das WOA freuen. Los geht's mit dem Wacken Open Air 2006. Das war das 17. Wacken Open Air und für mich das allererste Wacken Open Air nach 1992. Los geht's! Viel Spaß. Ich heiße Harry Metal und euch heute herzlich willkommen in Wacken. Guck mal, sieht schön Porno aus, der Typ. Hallo? Junge, wann warst du mal jung? Ich war noch nie alt. 92er Shirt, ne? Ja, original. Ich habe immer jedes Jahr von Holger Besuch bekommen und dann hat er mir ein T-Shirt gebracht. Guck mal, ist gar nicht in einer Größe. Guck mal, wo das T-Shirt zu Ende ist, am Ellenbogen. Das ist. Stell dir mal vor, er hätte das T-Shirt nicht in der Hose. Dann würde das bis zu einem. Hat er einen Minirock angehabt. Hat er einen Minirock an und bräuchte gar keine Hose. Hast du gesehen eigentlich, was wieder innen ist? Die Hose so hochziehen, wie du auf dem Bild gemacht hast. Die Hose hochziehen? Na klar, das war ja bis unter der Brustwarze. Bei dir? Ne, bei dir. Du warst ja gerade im Bild. Du warst ja im Bild, nicht ich. Völlig normale Taille. Das, okay. Was bei dir fehlt. Bei dir ist ja Knie, Schulter. Der Rest ist nichts. Kannst du dich noch daran erinnern, als du den ersten Pott gesehen hast? Nö, eigentlich gar nicht. Ich weiß, wie du immer aufgeschlagen bist, als der Wert der DJ mal in Wacken und eigentlich mit Metal ja gar nichts zu tun hattest. Und deine Mucke ja immer eine Katastrophe war. Schnitt. Mit seinem kongenialen Partner Stefan Wahnsinn, der Name war ja auch Programm. Einmal warst du da und irgendwie sind wir dir auch nicht mehr losgeworden. Aber wir lieben dich auch alle. Wir präsentieren euch heute Einblicke hinter die Kulissen. Nicht nur zum Festival, sondern auch das private Leben wollen wir ein bisschen zeigen. Und wir besuchen heute als allererstes den ehemaligen Sparmarkt hier in Wacken, der jetzt Edeka heißt. Und dort begrüßen wir die Familie von Thomas Jensen. Kaum sind wir im Shop, möchten den Chef sprechen. Nicht da. Claudia, du wirst hier ganz dringend erwartet. Das Fernsehteam ist da. Willst du nicht mit ins Fernsehen? Ich wusste gar nicht, dass der Bruder von Thomas Claudia heißt. Aber man lernt nie aus. Der hat ja Glück, der sieht ja gar nicht so aus wie sein Bruder. Das ist ja der Bruder von Thomas. Mal sehen, ob er weiß, wie viel Mal das Wacken Open Air hier schon stattgefunden hat. Das ist, müsste das 16. oder 17. Mal. 16. ist das. Einigen wir uns auf 17. Guten Tag. Wir begrüßen Jürgen Jensen, mein Jürgen Vater. Jensen Senior, das ist der Erziehungsberechtigte von Jörg und von Thomas. Wir sind auf den Spuren des Wacken Open Air. Ja. Der Alte war ja im Grunde der Erfinder, wenn du ihn hörst. Aber er hat auch richtig Bock drauf gehabt, ne? Naja. Als Erzeuger von Thomas, der ja das Wacken Open Air mitgegründet hat vor 17 Jahren. Ich auch. Sie auch? Ja. Sie war mit der Haupt, der damit bei war und der das auch immer unterstützt hat. Sonst würde das vielleicht heute gar nicht so weit sein. Kennen Sie irgendeine Band, die dieses Jahr hier auftritt? Alle. Ja, ich habe die. Mein Sohn, die wissen da besser wie ich. Ich stelle Ihnen die Frage, als wenn ich Ahnung hätte. Das ist, der hätte mir alles erzählen können. Ja. Und ich höre mir das an und sage, das ist in Ordnung. Und dann auch mitunter haben sie ja auch eine Kassette da, dass man dann mal hören kann, was los ist. Aber sonst im Endeffekt ist es nicht so meine große Welt, sondern. Ja, top. Aber diplomatisch geantwortet. Ich höre lieber mal was anderes. Fröhliche Musik mit Ernst Mosch. Ja, auch diese Sachen, selbstverständlich. Aber es ist so ein riesen Ernst Mosch-Fan gewesen. Mein Vater, Country, Elvis von der Super. War dein Dad dem Metal gegenüber sehr aufgeschlossen oder? Wenn man ihm nicht erzählt hat, dass das Metal ist. Ne? Saxon oder D.A.D. haben wir, glaube ich, mal im Auto ihm mal vorgespielt. Muss nur sagen, ist Rock'n'Roll. Also das ist von Cherie, von der einer der Mitveranstalterinnen, ja, geschrieben worden. Da sind tolle Rezepte drin. Das steht dann auch immer dabei. Also das, wer das kreiert hat oder was ich auch immer. Eingelegtes Kamel ist damit bei und all sowas. Ein eingelegtes Kamel? Ja. Wir spielen ja über die Jahre immer mal wieder mit dem Thema Kulinarik. Und das Wacken Open Air ist damals mal gestartet im ersten Jahr mit der Bratwurst. Beim zweiten Open Air gab es hinten Suppe. Ja, genau. Vegetarische Suppe. Ja, genau. Und Erbsensuppe mit Wurst. Genau, aber es war eigentlich was. War beides gleich. War beides gleich. Ja. Einer hat es gemerkt. Ah, ein Tourleiter, ich glaube.
von Scorpio oder so. Der hat gesagt, der hat den Deckel aufgemacht, totes Tier. Heute könntest du das nicht mehr bringen. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Abteilung Frischfleisch und Käse zu. Und da habe ich gesehen, arbeitet eine charmante, gut aussehende junge Dame. Ja. Und ich bin der Meinung, die ist sogar mit dir verwandt. Ja, jetzt ist meine Frau gerade. Ach, das ist die Frau. Was wir vielleicht mal hatten, jetzt mal eine junge Frau, auch im Tiefgang ohnmächtig geworden. Die wurde dann hochgereicht und dann einmal nach vorne durchgereicht. Oder im letzten Jahr hatten wir einmal für 5 Minuten Stromausfall, dann blieben alle ganz ruhig stehen. Und als das Licht dann wieder anging, dann gab es Jubel, als wenn die Scorpions auftreten oder so. Das war ganz witzig eigentlich. War eigentlich damals Jörg, dein Bruder, war der auch Mitbegründer? Ihr wart ja eine Handvoll Leute. Du, Gösi. Ja, ich, Gösi, Holger. Und mein Bruder. Mein Bruder war eigentlich der Logistiker, Getränkelogistik. 16 mal einen halben Liter. Das ist dieses wunderbare Wagner Bier, was die Leute ja unbedingt haben wollen, dann, um auch ein gutes Andenken mit auf Tour zu nehmen. Sie haben schon mal probiert? In Ihrer Heimat, ja. Wie heißt es doch so schön? Don't drink and drive. Und in kurzer Zeit sehen wir uns schon wieder und dann berichten wir mehr über das Drumherum und über das Wacken Open Air an sich und im Allgemeinen. Bis dahin. Ciao. Erinnerst du dich eigentlich noch an die allererste Begegnung mit mir in dem allerersten Pott, den wir hier damals gemacht haben? Ja, nicht so sehr. Wenn ich gewusst hätte, was das überhaupt soll, hätten wir uns sicherlich nicht so oft gesehen.